Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banoki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen heute am 28. Augollo, wie der Pujan so schön sagt. Ja, genau. Hier, das ist Pujan, ich bin der Sashi. Und wir haben heute wieder ein Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind heute, das berühmte, ist Felix Jähn. Felix Jähn ist 1994 geboren, also ein junger Hüpfer. Ja, und ist DJ und Produzent Musik und so ein Zeug. Aber was hat er DJed und produziert und Musik? Cheerleader hat er zum Beispiel gemacht. Nee. Cheerleader, weißt du noch? Cheerleader? Cheerleader. Also nicht so grobe Lieder, oder sondern eher so Cheerleader. Ain't Nobody hat er gecovert. Ah, hat er gecovert. Oh. Ja. Da hat er es ja richtig drauf. Er hat ein Lied gecovert. Aber er hat einen Nummer 1 Hits damit gemacht. Mit Cover. Ja. Felix ja. Jähn ist der das erste Babybell-Gesicht, Deutsche. Das Babybell-Gesicht, oder was? Was? Das Babybell-Gesicht. Ja, genau. Ist der erste Deutsche, seit Milli Vanilli übrigens. Mhm. Ja, der mit einem Remix die Nummer 1 in den USA gelandet hat. An dieser Stelle eine kurze Gedenkminute an unsere indirekten Namensgeber dieser Sendung, an Milli Vanilli. Minute? Nochmal Sekunde. Fünf Sekunden. Ja, aber man muss auch die Fresse halten, sonst zählt's nicht. Ja, ab jetzt. Ja, gut. Ach, ist egal. Sorry. So, 28. August. Was war da noch? Am 28. August. Ein Volk von Auswanderern, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, und zwar 2006, haben 2005 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik mehr Deutsche das Land verlassen, als gekommen sind. Ja, siehste. Aber, warum? Und wenn man sich die Bilder anschaut, kann man nur sagen, Gott sei Dank. Ja, von denen, ja. Warum warst du nicht dabei? Ich hab's verpasst. Ich habe kein Ticket mehr bekommen. Ja, 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 genau. Am 28. August. Nee, die haben zu mir gesagt, wenn du gehst, musst du einen Sascha mitnehmen. Ich sag, nee. Okay. Ja, genau. Am 28. August 1979 ist ein Film in die deutschen Kinos gekommen. Ein Film? Ich bin sicher, es sind mehrere Filme. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Ah, welcher? Der uns alle begeistert hat. Alle? Ja. Jeden. Ja. 2000. James Bond 007. Moonraker! Moonraker, streng geheim, Untertitel. Ne? Ja. Also der, nicht der Untertitel war streng geheim, sondern der war streng geheim. Verstehst du? Nee, jetzt also hast du mich verwirrt. Streng geheim war der Untertitel. Was will uns der Autor damit sagen? Ja, also Moonraker, streng geheim. So. Einer der wenigen Teile, in denen der Beißer wieder mit dabei war. Ja, es gab ja nur zwei. Es gab vorher Der Spion, der mich liebte und der Moonraker. Deshalb einer der wenigen Teile. Ja. Lerne zuzuhören. Ja, aber ich führe doch nur aus, was du angefangen Moonraker, hast. Moonraker, wie ist eigentlich die Perle, die da mitgespielt hat? Wie die heißt? Ja, da gucke ich mal unten in der Liste. die Louis Childs. Louis Childs? Nein, Louis. Corin Clary? Ja, Louis Childs war es, komm. Sorry. Ah, komm, drauf geschissen. Louis Childs, drauf geschissen, genau. Louis Childs hat er mitgespielt und Roger Moore. Ne? Der Roger. Lesser Moore. Roger Moore, ja. 1963 am 28. August. Vor 200.000 Zuschauern hält der schwarze Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King Junior, was die wenigsten wissen, aha, in Washington D.C. seine I have a dream Rede. Ah, das war da am 28. August. Genau. Vorher ist er aber eingeschlafen, morgens aufgewacht und konnte sich an nichts erinnern. Das war der erste Tag, wo er aufgewacht ist und gedacht hat, geil, ein Traum. Ich habe einen Traum. Und weil das so besonders war, weil damals, weißt du, alle auf LSD und so, die haben ja nicht viel geträumt, hat er sich direkt vor die Leute gestellt und hat gesagt, Ich habe einen Traum, Leute. Ja. Weißt du eigentlich, was er für einen Traum hatte? Nee, das wirst du mir gleich erzählen. Er hatte den Traum, dass Schwarze sich erheben, dass sie gleichberechtigt sind, dass Kinder keine Angst haben müssen und so weiter und so fort. Es ist faszinierend, wie du von völligem Blödsinn auf... So schnell kann ich umswitchen. So schnell. So. Nochmal, Zeitlupe. So schnell. Ja, so. Sehr gut. Ja, das war wieder Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Ich bin der Sashi, das ist der Pujan. Morgen könnt ihr uns wieder sehen. Da ist wieder der nächste Tag dran und dann gibt's sollen ganz... Sollen vielleicht mal hier liken? Oder? Achso, ja, genau. Ihr könnt auch alle mal einen Daumen da lassen hier, liken und kommentieren. Könnt ihr es auch nochmal, wie ihr es fandet. Und was ihr auch könnt, ist ja den Kanal abonnieren. Schoki Banoki New Television. Den Panama-Kanal. Ja, könnt ihr abonnieren. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.